di ridere diciamo e tu come hai che mi lascia tu che me giurare udare da come ma voi c'è me udare da come vuole vale tu come siamo e a tu siamo che popoli a diri diritto poco ti c'è tu a diri di c'è c'è tu ma che dai mamma tu i caldezza mamma tu i calei c'è bene tu ama che mea Sie nennen sich Rom und diese Bezeichnung bedeutet Mensch. Für die Zigeuner sind die anderen die Fremdlinge. Wir wissen nicht genau, woher die Zigeuner kommen, wer sie sind und welches ihre älteste Heimat ist. Man vermutet ihre Urheimat in Indien am Fuße des Himalaya. Während fast 5 Jahrhunderten verbreitete sich dieses nomadische Volk über ganz Europa. Verfolgungen, Kriege und Revolutionen haben sie nicht aufzuhalten vermocht. Wurden sie aus einem Lande verjagt, fanden sie Zuflucht in einem anderen. Es wäre ihnen unmöglich gewesen, beisammen zu bleiben. So teilten sie sich in mehrere Gruppen auf. Einige Nomadensippen der Sinti und Manusch blieben oft jahrhundertelang im gleichen Land und entlehnten mit der Zeit aus dessen Sprachgut Bruchstücke, die sie in ihre eigene Zigeunersprache aufnahmen. Viele dieser staatenlosen Menschen kamen auch ins Alpenland der Helvetier und nannten sich Jenische. Wahrscheinlich sind andere jenische Gruppen Nachkommen von Landfahrern, die bereits vor der Ankunft der dunkelhäutigen Zigeuner in der Schweiz lebten. Mit dem Vollzug des Heimatlosengesetzes von 1850 und der Zwangseinbürgerung erließen der Bundesstaat und die Kantone neue Gesetze und Verordnungen, die sich gegen die Lebensweise und die Grundrechte der letzten freien Menschen richteten. Wer die Vagantität erfolgreich bekämpfen will, muss versuchen, den Verband des fahrenden Volkes zu sprengen. Er muss, so hart das klingen mag, die Familiengemeinschaft auseinanderreißen. Pro Juventuta hat eben da seine Zeit den jänischen Kindern weggenommen. 1924 ist und die Pro Juventude ist geleitet und finanziert worden vom Bund. Geleitet hat das der Dr. Siegfried. Und das hat natürlich eine schwerwiegende Folge gehabt. Seinerzeit unter den Jänischen. Das hat Schrecken und Unsicherheit hat das hervorgerufen. Und die haben eben gewusst, das sagen wir seinerzeit, die Jänischen und Zigeuner von der Sippen abhängig sind. Und das auseinanderzehren hat Jesus Gott Elend und Misere hervorgebracht, oder? Fürchterlich. Gemeinsam ist den Fahrenden die Abneigung gegen schwere Arbeit. Ein schlimmes Kapitel bedeutet die stark verbreitete Trunksucht.
Nicht nur die Männer trinken, wenn sie es haben, bis zur Bewusstlosigkeit, sondern auch unter den Frauen sind notorische Säuferinnen nicht selten. Sobald die Nachkommenschaft auf zwei Beinen steht, nimmt sie vollwertig am Leben der Erwachsenen teil. Sie hausieren und betteln wie die Großen und werden zu Verstellung und Lüge angehalten. Die ungehemmte Süchtigkeit und Triebhaftigkeit wirkt sich umso schlimmer aus, als die Familie selten allein ist. Obschon Zank und Handgemenge, üble Nachrede, Neid und Verleumdung auch vor den nächsten Verwandten nicht Halt machen, halten doch ganze Sippen wie Kletten aneinander. Die Jänischen, die leben gar nicht so viel Zukunft. Sie entdecken, dass das Leben denkbar kurz ist. Und sie fühlen sich sicher in ihrem Sippenbereich, dass sie ja gar nicht mehr zum Voraus sparen. Warum? Jedes hilft dem anderen, jede Generation. Das Kind ist ja schon von klein auf fleissig, aber im spielerischen Sinne. Warum? Es sind ja viele, die den Handat hören, um etwas zu machen. Die möglichst frühe Verpflanzung der Nachkommenschaft in ein anderes und gesundes Erdreich ist vom Standpunkt der Psychohygiene sicher das kleinere Übel, als die Kinder bei ihren Sippen von Rechtsbrechern, Trinkern und Müßiggängern zu belassen. Die Kinder, die hat man dann so versteckt, dass die keinen Kontakt mehr hatten mit den Eltern. Und da hat man gemerkt, dass einfach, sagen wir so wie im Deutschen, dass einfach die Zigeuner müssen aufgelöst werden. Im Deutschen aussen hat man die umgebracht und die hat man einfach da versteckt. Die hätte man vielleicht auch können umbringen können. In dem Rassismus, der über ganz Europa gegangen ist, hat man natürlich gemerkt, wo jemand der Hass läuft. Und es ist zwar immer noch gleich, sagen wir, das Feindbild gegenüber dem Zigeuner ist das heute noch. Aber die haben natürlich jetzt ein bisschen Geduld aufgrund, was geschehen ist. Sind sie zurückhaltend. Es wird sich aber gross nicht viel ändern. Es gibt ja zu wenig Platz. Es gibt... Das Patentwesen ist verschissen, oder? Und ja, diesen Leuten wird das erschwert und man versucht das einfach auf eine dumme, humane Art und versteckt. Die Leute will man ja gleich sesshaft machen, eben indem dass man den Handel erschwert, das Handwerk erschwert. Sie haben es schwer. Die Jänischen haben überhaupt keinen Platz mehr. Wir brauchen kleine Plätze, wo eine Familie oder zwei Familien oder auch vielleicht einmal drei Familien hocken können. Und zwar in der ganzen Schweiz. Und wir wollen nur auf dem Platz bleiben, damit wir unsere Ruhe haben und wir sind in der Camping. Weil wir frei sein wollen, im Grunde genommen, oder? Wir wollen uns nicht befehlen lassen, wir wollen machen, was wir wollen. Und wir wollen einfach frei sein, oder? Das ist ja das Einzige, was mir eigentlich im Wohnwagen ist, oder? Wenn wir fahren auf die Plätze, wo wir gehen, dann können wir zwei, drei Tage hocken, immer mit der Angst, dass neu an einer Ecke eine Loli steht und uns wieder zum Teufel jagt. Für uns Jänische hat es einfach nie einen Platz. Verwöhnt sind wir überhaupt nicht mit dem Platz. Meistens hocken wir auf der Schutthalde.
steht in Schule, Elali, gell? Elali? Ja. So wie das schneit, kannst du heute Nachmittag schlitteln, wenn es viel Schnee hat. Gell? Hey! Also, jetzt geht's. Gili, komm, Gili, ga, Gili, Gili. Jetzt fangen wir oben an. Gili, gai, 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 Gili, gai, 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 Gili, Gili, komm, Gili, komm. Und Patricia nochmal. Und den Anfang. Gili gum, gili ga, gili gi, gili gai, 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 gili gai, gai, gai. Grüezi, Entschuldigung. Komm, kannst schleifen, Schere, Messer. Haben wir auch etwas, um zu machen? Ja, da hätte ich gleich einen, ja. Wir machen es gleich im Servicebus, können es gleich wieder haben heute also, Nachmittag. Also, das ist gut, einen Moment ja, bitte. Ja, danke. Also, wenn das geht, dann wäre ich froh. Mama, die polieren, schleifen, alles, ganz alles. In den Messerscherinen? Also Messer, nee, Fleischmesser, Brotmesser, sind da nichts rum? Nein, das ist eigentlich das Einzige. Die gut, Schere. Also. Gartenschere, Rasenmeier. Haben wir gerade eine neue gekauft. Gut, also, ihr seid da, wir bringen euch in einer halben Stunde wieder rum. Also, ist das gut? Das ist so? Prima. Gut, gut danke. Prima, wieder besser für mich. Wiederschauen. Hallo. Ah, grüezi, Entschuldigung. Lass dich kommen, ich kann fragen, ob ihr auch etwas schleifen und Schere messen, so Sachen. Überhaupt nicht. Oder ich schleife es gerade im Servicebus, könnt ihr es wieder an heute Nachmittag, wenn ihr etwas um habt. Nein, nicht zum Schleifen. Nicht. Gut, danke vielmals, okay, wieder schauen, Messi. Schön,
Ja, das ist mein Schlafzimmer hier. Da war auch noch nichts für dich. Ich glaube, ich hätte hier nicht viel zu verkaufen. Willst du nichts verkaufen? Doch? Ich glaube mal nicht. Vielleicht das anders mal. Ich brauche ja fast alles, was da oben ist. Ja. Ja, es ist auch nichts von mir, es ist nicht viel da. Ja. Wir vielleicht ein paar Jahre bald noch. Ja. Das ist eine Reise. Ja, ja. Da ist nichts Schlimmes. Ja. Ja, da ist nichts Rechts. Der alte Grammophon wird das ja gehen. Ja. Der räumt mich aber auch gehen. Ja. Den brauchen wir noch hier und da. Ja. 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 Willst du da ihnen nichts verkaufen? Ich will eigentlich schon, aber... Das hat halt auch ein viel Haft. Wie hat das alte Gewehr, das du nicht verkaufen? Nein, im Gegenteil, ich würde noch etwas suchen. Aha. Es sollte noch Karabiner haben und noch einen Revolver haben. Jetzt hättest du noch viel haben. Ja, das sind zwei Sachen, die ich noch habe, die würde ich eigentlich noch kaufen. Ja, ja. Hey, vielleicht habe ich eigentlich etwas. Ich kann dir mal etwas gut zeigen. Das wäre meine Frage. He? Ja, gut. Da manchmal der Wolf kommen im Winter. Oder? Ja, das ist schon noch gerne. Ja, ja. Du kannst etwas hängen, aber das ja, ist auch ja. Nicht alles. Das ist nicht alles. Ja, ja. Gehen wir mal so rüber. Ja, ja. Ja, viel. Wie viel ist das? Ich gebe dir 500 Steine. Ja, das ist auch noch etwas zu wenig. Ah ja, wegen, schau mal, es ist egal, Glasscheiben, kein Schloss, es gibt nichts. Ja. Es hat keine Schublade. Ich hätte ja gerne etwas Altes. Ja, ja, man ist nicht so alt. Und nachher ist noch voll Sachen, wenn ich nicht die Sachen will haben. Wirklich, kein Schaboten? Ja, mit dem anderen? Wertvolle Zeit. Ja, wertvolle. Was hast du denn im Papier? Geld. Ja, bei gib mir ein Sämpfchen Geld. Ich habe selber noch zu wenig, sonst gäbe ich ja. Billiger. Ja. 500 Steine gibt es. Ja. Das freut mich einfach. Das freut mich nachher nicht mehr. Jetzt oben. Ja, jetzt oben. Machen wir einen Sack, einmal, wenn ich es Duss. Ja, ja. Ich glaube, ich sollte da noch ein bisschen behalten. Ah, nein, gib mir es doch. Ja. Das freut mich einfach, Das freut mich. Willst du alles behalten, die Möbel, ja, ja. Den Hund und alles? Ganz ein schönes, liebes Bärenlicht. Ja, er sieht gut aus. So hast du nichts mehr rum. Ja, das wäre schon noch, aber wir werden fast auch nicht handeln sein. Wohl, kannst du mir das mal zeigen, was hast du noch? Ja, vielleicht, ja. Ja, ja, vielleicht. Wir kommen ja schon gut zusammen miteinander. Ja, ja. Fährt ihr das an einer schönen Schaft? Ja, jetzt sehe ich mir, das ist nicht ein Schaft, das ist ein Chiffonierli. Hä? Ja, ja. Siehst du? Und der Keib ist ganz wurmstichig. Das ist wahr? Ja. Ja, ja, noch keiner gesehen. Wow, wow, schau hier, überall ja, ist der Wurm. Schau hier. Überall. Ja, ja. Ja, ja. Was wächst du dafür? Ja, das ist etwa 200 Franken. Nein, das ist mir zu teuer. Das ist wahr? Das ist nur ein Chiffonierli. Aha. Aber aus innen wird... sieht das noch aus wie neu, ne? Keine Wurm gar nicht, schau. Ja, ja. Die sind auch außen wird. Ich gebe dir 150, wenn du willst. Ja. Es ist gut, es ist nur ein Chiffonierli. Schau, ich zahle dir gerade, nimm ihn gerade mit. Ja. Hä? Ich hätte schon lieber 200 gehabt. Nein, ich kann nicht. Ich muss auch etwas verdienen drauf. Schau, es ist rot abgestrichen, verstehst du? Ich würde sagen, am Ende tue dir zu Tage noch Holz verkaufen. Ja. Am Ende noch. Ja, ja. Das könnte ich noch nicht, ich zahle dir gerade. 150. Hast du mir 50 Franken? Mal schauen. Geht mir das kurz noch. Boah. Das wachsen nicht. Eben nicht. 20. 20. 40. Jawohl. 50. Das sind 200. Ja, ich danke dir vielmals. Ich danke auch. Dann nehmen wir ihn gerade raus. Hast du nicht schon ein bisschen Bild in die Nase? Ja, kannst du denken. Ja, wow. Schau, er ist rot angestrichen. Bin ich wow, ein bisschen grün. Ja, er reut mich. Ja. Mal wow, er reut mich noch ein bisschen, das schafft. Okay. Muss Schneider noch üben. Wow. Also, dann können wir mal raus.
Warte, es geht nicht raus. Es geht nicht raus. Warte, wir müssen kehren. So und flach. So. So und geh weg. Komm um. Komm um. Mumme. Mumme fliegt. Nein, so. So, ja. Weißt du, das können wir. Legen, oder? Ja. Zieh nach wieder dich. Nach wieder dich. Hallo Chef, wie geht's dir? Ja, das geht. Was muss ich dem Chef nicht wetten, gell? Ja. Hast du auch die zwei Geschäfte? Ja, die sind noch dort. Gell? Komm, wir müssen auch schauen. Hast du Geld? Ja, immer. Ja, das sind wir recht zahlt. Komm, gehen wir mal schauen. Ja, wir müssen jetzt schauen. Ja, ja. Ja. So, was wachst du dafür? Von die zwei. Wie machst du mir einen Preis? Kauft er sie? Ist mir 500 bei beiden. Das ist mir 12. Das muss man geben. Ja. Ich gebe da 100 von alle zwei. Ja, ja, ja. Du bist noch ein schöner Joto. Nein, ich bin kein Jot. Wir schauen mal, die es sind nicht schöne Geschäfte. Das muss ich mir auch verstehen. Nein, aber 100 Franken behalte ich nicht ein. Ich habe doch nicht Angst. Nein, ja, das gibt ja keinen mehr. Das kommst du nie mehr über. Ja, kannst du sicher. Kannst du es glauben? Weißt du, schau mal, sie sind nicht schön, sie haben keine Fasson. Sie haben ja. Verstehst du? Da stellt man sie dann an einen anderen Ort her. Ja, das ist etwas drin. Verkauft man sie doch. Hat ein bisschen Werkzeug. Ja, du musst ein bisschen besser aufgelegt sein. Dann. Nein. Du, jetzt hast du ja noch nichts aufgestellt. Nein. Du hast noch ein bisschen Geld, oder? Nein, ich habe nicht viel. Ein Hunderter gibt er. Ja. Ja, da können wir nicht sehen mit dem Hunderter. Und die letzte Preis ging, wie viel? Ja. Mach mal einen Preis. Nein, ja, du, der Hunderter draus. Hä? Der ist schon 400. Nein, ich kann nicht. Du kannst nicht, ja, 19. Wir waren ja Jänische und immer einfach Fahrende. Ich würde sagen, wenn man schon im Wohnwagen wohnt, wäre es ja blöd, wenn man nicht täte fahren. Darum haben wir im Grunde genommen einfach immer einen Wohnwagen, den man anhängt, kommt das Ganze.